Moin Leute und willkommen bei einem kurzen kleinen Video. Das Video hier ist ein Re-Upload vom 11. Februar 2018 von meinem Zwei-Channel und ich dachte, das solltet ihr unbedingt mal gesehen haben, denn das war schon ganz lustig und ja, mit diesen Worten wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Hey Leute, was geht? Enerfrix ist hier und so. Jetzt nehmt ihr erstmal euren falschen YouTube-Kanal in die Hand und dann ist die Welt in Ordnung. So. Hast du deine Identität verraten? Ja, stimmt, sorry. Wir fahren gerade, ich glaube, es ist ein bisschen hell, nee, ist ja noch. Wir fahren gerade nach Koblenz. Das sind über 100 Kilometer, glaube ich. Ja, jetzt nicht mehr, gerade. Jetzt sind doch 55 Kilometer. Der halbe Weg schon geschafft, was? Oh, 58. Ach, wir bleiben noch 55 Kilometer hier auf der Strecke, nice. Ja. Kann sein, dass wir vielleicht immer einen Parkplatz aussuchen müssen, weil ich hart schiffen muss. Und schöne Information. Und jetzt rechts! Jetzt halt ab! Und wir gehen da in die Metro. Nein! Was? Hä? Was? Hä? Nein! Komm, wir fahren rennen. Ja, wir fahren jetzt nach Nürburgring. Nein, fahren wir nicht. Und zwar wollten wir mal einen Vlog machen. Wir haben nämlich schon länger keine Videos mehr gebracht, du auch nicht, oder? Und ja, das ist der Sascha. und ja, wir fahren dann jetzt in die Metro. Und viele wissen wahrscheinlich, was das ist. Hoffe ich mal. Will ich hoffen, sonst gibt es Schäden. Und da werden wir ein bisschen einkaufen und wir wollen mal einen Vlog machen, weil es ist eine schöne Reise bis dahin. Es sind 100 Kilometer Fahrt allein schon. Und Sascha hat mir erzählt, die Metro soll da riesig sein. Mega riesig. Es gibt echt fast alles da, definitiv. Fast alles. Ich frage mich, ob es da Kondome gibt. Vielleicht gibt es auch Nutten. Ich will eine Nutte! Eine Nutte zum Mitnehmen, bitte. Nee, dann nehme ich zwei, wenn die günstig sind. Ja gut. Aber ich will keine Teile nicht. Und auf jeden Fall, die haben alle Krankheiten. Und auf jeden Fall, ja, wir werden noch ein bisschen den Weg filmen, also die Fahrt bis darüber. Nein. Oh, nein. Was? Nicht? Was? 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 Ja, wie zeigst du? Okay, ich zieh mich schon mal aus. Ja, okay, viel Spaß. Nein, Spaß. Und dann werden wir die Fahrt ein bisschen noch filmen und ja, wir sehen uns dann da. Hast du noch ein paar letzte Worte? Okay, bis dann. Herzlich willkommen hier, wir sind in der Metro und wir legen euch jetzt einfach mal in den Einkaufswagen, damit ihr mal seht, was wir so kaufen. Viel Spaß! Wir suchen eine Maus, aber hier ist keine richtige Maus dabei, die mich interessiert, die mich anspricht. Ich denke mal, Gaming-Maus ist immer so bis klar, ein bisschen hier, falsch. Wir sind schon ein bisschen. Wenn du mal guckst, hier ist ein bisschen klein, ein bisschen. Ja, aber auch nicht wirklich, ne? Ja, nicht wirklich. Keine richtige Gaming-Maus. Ne. Deswegen, ich würde mal sagen, wir gucken. Hey, hier sind meine Lautsprecherboxen. Nur die habe ich. Schön. Aber wenn du mal hier schaust. Aber das ist keine mechanische, oder? Das ist eine mechanische. Ich wahrscheinlich immer eine neue, weil ich meine kaputt gemacht habe. Ah, hier ist es. Hier ist die Gamerlein. Na gut, oder das hier. Das hier ist auch noch eher eine. Oh, Deal! Was soll die kosten? Das steht jetzt mit dabei. Ach, das ist ein Set. Das ist eine Computermaus mit Tastatur.
Na gut, das hier ist eine einfache Logitech, das ist auch nichts Interessantes mehr. Ja. Such mal weiter, dann gehen wir in den Spielzeugbereich. Jo. Bis später. Hallo. Ja, ihr seid gerade wirklich aus der Hose rausgekommen. Wir haben was Krasses entdeckt. Wir haben echt einen neuen Freund kennengelernt gehabt. Und ey, Patrick, ich wollte mir den angeln. Nee. Patrick geht mir schon wieder fremd mit unserem neuen Freund. Ein Hähnchen. Das ist so ein Suppen. Warum tut er das? Oh, das war dann seine Puppe. Ja, Leute, wir sind hier auf jeden Fall. Man sieht nichts. Wir sind hier auf jeden Fall in der Sportabteilung. Echt? Wo? Und wir suchen gerade. Genau. Das suchen wir. Sportklamotten. Und ja. Wenn wir das gefunden haben, sehen wir uns in der Anprobe wieder. Bis gleich. Ja. Und nur zur Info, dass wir so mit euch versteckt gehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier filmen dürfen, deswegen. Okay, der Nettopreis 35 Euro geht voll auf. Ja. Aber gut, ich habe ja schon genug. Ich ziehe hier mal. Passt ganz gut. Ja. Haben wir irgendwo. Sieht doch gut aus. Haben wir irgendwo einen Spiegel? Ich will eigentlich doch. Ja, gut, auch hier noch leider. Ist da jemand drin? Von der Größe her geht der voll klar. Ja, sieht aber auch gut aus, finde ich, oder? Ja. Und für 3 Euro kannst du echt nicht. Das soll nicht der Effekt. Ich hab den Lift schon. Ist gekauft, ne? Ja, alles klar. Alles klar. Perfekt. Muss ich nur noch mal ausziehen. Sascha, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Was gibt das los? Was ist das hier? Funktioniert das überhaupt? Weiß nicht, hast du gedrückt? Ja, ich muss nicht gedrückt halten. Hallo? Ja. Ein bisschen. Bei der ist das nicht so krass. Krass. Ihr Klasse hast du richtig krank gelassen. Aber das hier ist aber auch geil. Da kommen die kleinen Kinder wieder in uns raus. Wie geht das auf? Richtig. Das ist kaputt. Gerade da. Das ist der Penetrator. Das ist doch von Kylo Ren. Da wird man nochmal zum kleinen Spielchen. Also. Aber hier auch so richtig geil Hot Wheels und so, ne? Aber die Maske ist gut, wenn wir überlegen, das ist wohl auch in die Fütter. Das Stormtrooper macht sich selber lebendig. Okay. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Leute. Wir sind erst auf überlegen, uns diesen Nerfgun zu kaufen, Alter. Helft uns, switchen wir hoch, Digga. Ich weiß nicht, irgendwie hier. Die flashen mich ja schon mega, ne? Verhol sie dir, wenn sie dir sprechen. Die schießt. Welche zwei Schüsse auf einmal, ne? Ja, gut. Echt? Steht da. Ja, gut, und da würde ich nachladen. Ja, du schießt immer so hier zwei. Ja. Und was wünschst du an der Decke, welche du dir holen würdest? Ja, ich würde mir hier unten hier holen. Oder übertreib halt mit dem Preis direkt. Warum willst du dir so direkt so eine teure holen? Aber die kostet dann nur 30 Euro. Ja, nee. Ja, 40, ja. Ist die hier dann automatisch? Dann musst du immer wieder nachladen. Aber die hat 27 Meter und schießt nur einzeln aus. Da schießt 26 Meter und schießt doppelte. Ja gut, das ist aber auch wieder, die hat wahrscheinlich auch mehr Magazin, ne? Das kann sein. Also wenn wir die holen würden, müssten wir uns hier noch mal nachholen, ne? Das stimmt schon. So eine Pistole. Ja, die sind zu langweilig. Wieso? Wie weit fliegt die denn? Das ist eine normale Pistole, finde ich zu langweilig. Oh, man, da muss ich hier oben nachladen, ne? Ja, aber wie weit fliegt die? Weiß ich gar nicht. Ich sehe gar nicht. Nee. Hä? Steht nicht dabei. Die sieht aber auch ganz schön fett aus noch, ne? Mhm. Ein Strike. Die geht 27 Meter, die kann man sich echt gönnen. Ja. Und für den Preis geht die auch noch viel klar, sag ich mal. Ja gut, die ist auch. Die kostet ja nicht mal 20, die hier. Alter, gönn dir die hier mal.
Die geht 27 Meter. Ja, sind auch gleich bis. Guck mal hier, wie du nachladen musst. Boah, das ist langweilig. Ich würde. Na gut, die hätten noch nur. Ja gut, wir können auch zwei verschiedene nehmen, ne? Natürlich. Oder? Ja. Ist das die. Oh, die rotiert so, weißt du? Ah ne, so lädt die wahrscheinlich so nach dann. Und wie lädst du die nach hier? Oder? Ne. Was ist die Automatik? Ja, die ist Automatik. Ja. Steht doch da. Mega Rotating Drum. Das heißt, du lädst die nach und die schießt automatisch. Ja, gut, du musst halt nur klicken halt. Ja. Ja, aber gut, aber wenn wir richtig gefecht werden, ne? Ist die schon mega nice, ne? Hast du nichts zu sagen. Und hier ist halt so eine Blaster, Alter. Ich finde die halt ziemlich. Du kannst ja die nehmen und dann würde ich die hier nehmen. Und dann wollen wir uns gegenseitig betteln, oder was? Ja, klar. Warum nicht? Was hat man machen, wenn wir echt viel Geld haben? Dann können wir mal echt hier vorbeikommen und gucken uns die an. Oder wir holen uns die hier schon mal. Willst du Bock? Willst du die jetzt holen? Ich würde die holen dann. Dann hol die dir. Willst du die dann auch? Ich weiß es nicht. Na, come on. Ich bin jetzt so ein Nerf-Fan, weißt du? Das ich habe noch nie eine Nerf-Gun in der Hand gehabt. Ich auch nicht, das ist es. Aber komm, Jolo. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht unnötig so viel Geld raushauen, ne? Ja, hör mal. Haben wir bis jetzt viel ausgegeben? Ich bin schon bei 35 Euro oder so. Die Brücke schraubt uns nochmal hoch. Man wies ja gerade nicht viel, ne? Na komm. Digga. Komm. Einmaliger Erlebnis. Ich halte es so. Richtig. Game over, bitch. Dann komme ich so um die Ecke. Das ist okay. Game over. Ja? Ach, scheiße, dann will ich aber den Pulli zurückgeben. Weil ich ja nicht so viel unnötig ausgeben. Komm. Wir packen sie mal rein und gucken wir mal, was ich am Ende mache. Also ich muss mir auch die hier noch holen. Hier sind nämlich die M-Story Elite. Die brauche ich. Wo brauchst du denn die hier? Aber ich weiß nicht, ob ich mir noch welche. Okay, hol mal. Leg mal an. Jetzt auch? Ja, leg mal an. Aber das war's auch erstmal, oder? Ja. Und oh, dieses kleine noch hier. Ja, Alter. Was ist das denn, Alter? Aber die schießt sau weit, oder? Ja. Da steht doch nichts an. Und sie lädt da hinten auch. Ja, ist ein Buff. Was ist das denn, Alter? Ich habe jetzt die Elite dann, ne? Die Endstock Elite. Munition brauche ich. Ja, Digga. Guck mal, hier auch nimmt nachzuladen. Weiß ich nicht. Hier, guck mal, hier kannst du hier. Ja, hier, Teil. Motorwise. Motorwise Blasting. Wird automatisch nachgeladen. Ist das hier dann auch automatisch? Without reloading, Tire 6. Ja. Without? Ja gut. Warte, wie teuer ist die? Da will ich ein paar Euro mehr zahlen. Ich nehme die da einfach. Scheiß drauf. Das ist schon mega nice, ne? Weißt du, da habe ich ja auch eine Motor. Obwohl, die brauchen Batterien, ne? Die brauchen 4x AA Batterien. Das ist mal die hier. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Und du brauchst? Ja. Das brauche ich. Gar nichts, glaube ich. Hier macht automatisch. Nee. G. Die da brauchen wir. Ich finde die hier optisch trotzdem geiler. Ja, dann hol mit. Ja, Mann. Was ist mit da unten die? Ja, das erinnert aber schon an Star Wars, ne? So ein kleines Blaster. Aber ja, hier, ne. Eher an eine Paintball-Waffe. Schon mal Paintball gespielt? Nee. Was? Wollten wir eigentlich mal damals machen, ne? Was kostet die denn? Hier, 18,49. Ja, aber ich finde die nicht wirklich geil, optisch. Wo lädt man denn hin? Wo kommt die denn? Kommt da die Munition rein, einzeln? Ja, dreh doch mal um. Die kannst du zusammenklappen, ne? Das ist fett. Hier, guck. Lol, was? Ach, da kannst du Munition abladen. Ja, dann musst du die einzeln da reinstecken. Ja, das ist scheiße. Das ist wieder ein Paintball. Das ist scheiße. Aber hier halt bei der kann ich hier vorne alle reinstecken. Ich weiß, jetzt soll ich die hier auch noch mitnehmen? Ich hab mega Bock nur auf die hier. Jetzt hast du doch Bock. Ja. Ach, willst du wirklich zwei auf einmal nehmen? Die Sache ist, da brauchst du verschiedene Munition. Weil ich hab ja hier die. Ja, pass auf, dann kommst du hin, machst du so Game over, Bitches. Magazin ist hier.
Die ist auch cool noch, ne? Alter, wir wollen jetzt gerade erst auf euch zu viel hören anscheinend, oder? Pass auf, den Pulli gib ich zurück. Ich stehe in Geldbeutel. Ich kann den Pulli ja immer noch holen. So. Ich vermute mal, wir werden noch mal hier. Ist die hier noch mit dabei? Ja, wahrscheinlich. Ich nehme noch die hier, Alter. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist mein Ernst. Gut. Fuck the shit. Also Leute, anstatt irgendwie Leggings mit einer Miete zu kaufen oder Klamotten, holen wir uns nur auf ganz. Muss der Hammer über. Ja, die Sache ist, du musst überlegen. Du musst ja auch überlegen, wir bezahlen jetzt nicht den kompletten vollen Preis. Ja, weil die sind nicht in der Werbung. Hä? Und ich krieg ja die Prozente. Ja. Also, Leute, wir sehen uns später wieder. Ciao. Ihr habt gerade die letzte Timelapse aus dem Laden gesehen. Das ist jetzt unsere Ausbeute. Ja. Zwei Nerfguns. Das war jeder zwei. Das ist also insgesamt vier. Ja. Und wir gehen jetzt erstmal zur Kasse. Wir zahlen dann, trauen dann ein wenig. Dem Geld hinterher. Und danach gehen wir in Burger King. Ja. Also, was wir dann. Genau, bis dann. Ciao. Ah, da ist der Sascha. Hi. So, wir waren gerade im Burger King und gegessen, wir konnten da leider nicht filmen. Stell dich mal da hin, Alter. Der ist doch nice, Alter. Voll die Kamera. Oh. Dich brauchen wir eh nicht drauf, du Spasti. Ich schau jetzt erstmal wieder mein Handy. Ich habe heute 100 Euro ausgegeben. Wie viel hast du denn jetzt für das Essen bezahlt? 7,50 Euro. Was? Ja. Ich habe keine 5 Euro bezahlt. 4 Euro noch was? 4,99 Euro bestimmt. Nee. Nicht mal. Er fühlt sich hart verarscht. Ja. Mein Magen auch, hast du gehört, wie der gemacht hat? Sorry. Wieso spritzt die? Sollst du nicht hier mal alles in meinem Auto voll spritzen, Patrick? Hä? Ja. Wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung. Red Bull. Dafür bekommen wir natürlich kein Geld. Aber Flügel. Aber Gott war das frisch. Wieso klebt ein Haar an meiner Lippe? Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ja. 82 Kilometer. Warst du recht noch relativ dran? Wenn ich jetzt furze, Alter, stirbst du. Ach, du bist so ein Wichser. Hallo, Alter. Nee, der Energy Drink Duft ist dafür zu penetrant. Mach mal Radio aus. Digga, warum? Nein! So. Alles aus jetzt? Ist auf das Ding hier, wenn kein Ton vom Handy kommt. Ja, genug gelüftet. So, auf jeden Fall, eigentlich wollte ich heute Abend noch feiern. Hey, warte. Eben sagte mir 88 Kilometer, jetzt 108. Lol. Lul. Und ja, aber wir fahren jetzt ans Auto, dann lade ich alles um. Und dann schieße ich dir in die Eier mit der Nerfgun? Ich schieße dir in die Eier mit der Nerfgun. Ich schieße dir direkt in die Augen. Ja. Und dann fahr ich heim, weil ich krieg wahrscheinlich noch Besuch. Oh, ey, heute kommt alles raus. Gut, ich denke, wir sehen uns gleich auf der Fahrt wieder, sehen wir uns auf jeden Fall noch. Und Alter. Ein Schluck. Alles wird gut. Ah, mit einem Bauch. Ein Schluck hol ich noch und dann rülpst dich nochmal, okay? Boah, dann komm doch mal mit hoch, den Red Bull. Oh. Bis später. Bis später. Oh, nach vorne gucken. Hallo. Hi. So, da sind wir wieder. Und das war so richtig geiler Navy CIS-Stuff. Das war nicht cool. Es war, nee, wie heißt die Serie? Es gibt diese coole Serie. Ich glaube, es ist wirklich irgendwas mit Navy. CIS Florida. Wo er die Brille so auszieht und ich habe jetzt mal so gebrüllt, war eigentlich ganz cool. Es war richtig Hollywood.
Hollywood-Stuff, so. Ich bin der nächste Newcomer in Hollywood. Ja. Oscars incoming. Deine Rechnungen fuck mich gerade hart ab. Meine Rechnungen? Wo hast du die da hingelegt? Ey, aua, was hast du denn da noch nach mir geschmissen? Ich hab keine Ahnung. Ach, Tempos. Ach, die brauchst du zum Wichsen. Warte, wo kommen die Tempos her? Die brauchst du zum Wichsen nachher. Wir haben die Tempos, ne? Was? Was? Auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Hause. Wir werden jetzt den Rückweg noch ein bisschen treffen. Wir fahren jetzt nach Köln. Achso, ja, wir fahren nach Köln. Ach, stimmt, wir fahren ja nach Köln. Da ist schon der Dom, seht ihr? Da ist der Dom. Der Kölner Dom. Koblenz ist ein Nachbarort von Köln. Ja, da ist der Kölner Dom. Ja. Gesehen? Freut mich, wir fahren jetzt nach Hause. Ihr werdet noch ein bisschen den Weg sehen und wir treffen uns dann später, glaube ich, wieder an der Raststätte. Ja. Ja. Nein? Ah! Okay. Dann ist, oh mein Gott. Dann bin ich mit. So, da seid ihr erstmal aus dem Auspuff gekommen, und zwar von meinem. Wir sind noch gar nicht mit dem BMW gefahren, oder? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Wir sind eigentlich mit dem VW gefahren. Der VW? Wie könnt ihr dann da rauskommen? Weiß nicht. Zauber. Wir sind Zauber. Ich muss aber unbedingt jetzt was ausprobieren. Du schießt jetzt nicht mit der Nerfgun auf mich. Die Nerfgun muss jetzt sein, Mann. Zum Glück habe ich ein Messer im Auto. Wir sind jetzt da. Wir haben es geschafft. Ich fahre jetzt noch nach Hause mit meinem super schnittigen Auto. Ein wunderschönes. Ich dachte, ich hätte ein Messer. BMWchen. Alter! Sexy. Komm, ich gebe ihm mal einen Kuss vor Kamera. Oder? Habt ihr gesehen? Ich habe ihn geküsst. Und ja, der Sascha macht hier seine Nerfgun schon mal auf. Ich dachte, ich hätte ein Messer. Ja, das ist Gummi? Ja, das ist so eine Gummischeiße. Na! Oh, hat's was geschafft. Au! Alter, das ist nicht euer Ernst. Wie Gummizeug ist denn hier dran? Da ist noch, da. Und dann. Gib Gas. 12 Sekunden später. Bin jetzt mal gespannt, ey. Dafür, also wir haben 55 Euro ausgegeben. Ja, ich hatte Eis. 2 Waffen. Munition. Brauchst ja nur 2 nachzuladen, das reicht ja. Ach nee, Sascha lädt gleich alles nach. Warum denn? Shit happens. Oh, mir wird kalt, ey. Ich hab mich sogar noch rasiert heute, ne? Ich sah heute richtig fertig aus. Vorne lang, lang mal ab. Erstmal. Nein, nicht direkt mit dem Crazy. Nee. Ich würde sagen, willst du mal kurz Schild erschießen? Kannst ja machen. Nein. So, jetzt bin ich. Gib mal her. Warte. Oh, Kamera. Oh, Scheiße. Hasta la vista, baby. Die zicken schon auf der Nähe. Meine Munition. Alter. Ich hab dich nicht richtig getroffen, aber wir können doch. Oh, Kamera, hast mich getroffen. Aber nicht richtig, hat man da zieht. Ne, warte, hier oben. Warte, wie viel Treibhaus? Dass man dann einmal sieht. Also, sieht man gar nicht, das ist viel zu hell. Ich muss mal gerade ein bisschen in dunkler. Dass man das mal sieht. Mein Bizeps ist dick. Da sind auf jeden Fall 2 rote Flecken, weil ich getroffen wurde. Ah, Lego Mio! Du Arschloch! Ich würde sagen, wir machen die Abmode, dann kann ich Sascha noch umbringen. Ist gut jetzt, ist gut jetzt! Hör auf jetzt, hör auf! Hör auf, also halt die Hand, die Finger, hör auf, die Finger weg! Hör auf, die Leute gucken schon alle, ist gut jetzt. ich würde sagen, wir machen die Abmode. Haut rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weil so, wir hatten ja schon wieder Spaß, ne? Ja. Was nein. Das ist ja Entfernung. Ja. Nein, wirklich. Das können wir im zweiten schon trotzdem weh. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video machen. Wie weh tut die Nerf ganz? Bam! Ins Auge! Ah, das ist ja her! Und wir werden noch ein paar Videos machen zusammen. Ja, freut euch auf mehr in Zukunft. Freut euch auf mehr.
Und nein, nicht ins Gesicht. Stell dir mal vor, du kommst aus Versehen auf den Abzug und schießt da an. Es ist geladen. Ist geladen. Ja. Ich muss nur drehen. Halt sie runter. Halt sie runter. Wir sehen uns. Wir sehen uns dann. Die Leute denken schon alle, wir werden bekloppt. Sowieso. Ich würde sagen, bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Ich glaube, eine deiner Kugeln ist unter mein Auto gefallen, oder? We'll be right back.